Thank you.
das der letzte war, bin ich eine Kellnerin. Ja, ich hab dir das ja vorgeschlagen, dass wir das gerne machen können, Mann. Das war doch kein Problem. Weil sie sagt, dass ich mit ihnen Mütter mal gar nicht mehr was alles. Ja. Ja, so. Kann man alles mal machen. Das ist das Ding. Lauf noch mal in mich rein, wenn du dich traust. Die Fresse, du. Meine Schlammerfutze. Ein Wagerlager ist ziemlich groß. Vielleicht halten wir hier diesen Anführertyp gefangen. Ah, sieht aus, als könnten wir hier von den Flanken kommen. Wir könnten. Das mache ich immer am liebsten. Das ist aufregender. Eine Spinne? Ja, eine ganz große. Aha. Ja. Da oben in der Ecke. Da war ich in der Ecke. Ein Weberknecht. Das ist eine Spinne. Das ist ein Weberknecht. Die muss weg. Ja, glaube ich. Ein Weberknecht. Sie ist nicht abgehauen oder so. Bitte? Oh, ist so nervig. Meine Güte, bist du behindert oder so?
gewesen, oder? Peredur, schätze ich. Wahrlich. Meinen Dank, Fremde. Ich stehe in eurer Schuld. Ich nehme an, ihr seid dort draußen keiner einzelnen unbewaffneten Frau begegnet. Meine Frau und ich wurden getrennt, als ich gefangen genommen wurde. Ich bin sicher, sie sucht nach mir. Ich sorge mich, dass die Vaga sie eventuell auch gefangen genommen haben. Eine einzelne unbewaffnete Frau. So jemandem sind wir nicht begegnet. Du sagtest da was von Schuld. Wir bräuchten einen Hinweis. Wir suchen nach der Tochter eures Oberbürgermeisters. Wonach? Gwynedd hat keinen Oberbürgermeister. Gwynedd? Du bist nicht aus Dyfed? Nein. Die Vaga haben Gwynedd vor einer Woche überfallen. Sie haben viele von uns versklavt. Gestern haben sie dasselbe mit Dyfed gemacht. Hast du Gefangene aus Dyfed gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Aber wenn die Vaga das Mädchen haben und sie noch lebt, dann haben sie sie zu den Ruinen des Tempels gebracht. Dort treiben sie die restlichen Gefangenen zusammen. Hast du eine Ahnung, wie man an den Barrikaden da vorbeikommt? Wartet einfach. Es werden noch mehr Vaga kommen. Die werden das Tor für euch öffnen. Viel Glück. Los. Ich glaube, ich habe deinen Rekord in Opfern pro Minute geschlagen. Ruhe, Kaddock. Angeber kann niemand bleiben. Leer.
Fortsetzung. Da ist mein Herz aus Maul. Leichen in Käfigen. Immer diese Waage. Ja, welche Nektarin nicht einen versteckten Dolch bei mir gehabt hätte, dann... Wo hattest du den Dolch überhaupt versteckt? Das würdest du mir nicht sehen. Ein neuer Schild, der sollte nützlich sein. Vielleicht können wir daraus einen Vorteil ziehen. Die Vagar dürfen nicht in diese Hörner stoßen. Wenn sie die Chance erhalten, werden sie Verstärkung herbeirufen. Töten, um ein Schild zu bekommen. Mehr Heilung!
Mensch, mach dich hoch, du Blödmann, du! So viele Heiltränke haben. Thank you.
töten, um ein Schild zu bekommen. Der Tempel ist nah und Seraphine ist hoffentlich dort. Hoffen wir, dass sie noch am Leben ist. Oh, müssen wir das? Elara, sei nett. Heiltrank. Gut. Prima. Der Tempel müsste direkt hinter diesem... Verdammt, pass auf! Wie konnte ich nur jemals an dir zweifeln? Da ist er, der Tempel. Ja, aber ich dachte nicht, dass er durch Katapulte geschützt wurde. Das ist doch das Tollste daran. Ich Sachen sprengen. Ich würde auch gerne mal durch die Vordertür eintreten können, ohne dass man auf mich schießt. Seite eines Katapults. Er wird
Der Schuss ist zu stark. Ja gut. Und? Kein. Ja. Ja, die Scheiße. Hilft dir ja dann auch nicht weiter. Timo? Achso, okay. Wir haben keinen Kontakt. Ja. Das ist natürlich scheiße. Das hilft dir dann auch nicht weiter.
stimmt schon. Man kann jedes Problem mit ein bisschen Sprengstoff lösen. Versuchen wir es nochmal. Man muss nur das Gleichgewicht halten. Ich muss die Fenster einmal hochgehen. Töten, um ein Schild zu bekommen. Sie schießen auf uns! Müssen wir die anheben? Können wir sie nicht sprengen?